Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Köbel und wir stehen mit unserem Touribus, der ziemlich gedrungen und interessant aussieht, auf der Rampe und Halfried Kerman befindet sich in der Annäherung. Haben wir ihn schon als Target jetzt? Ich dachte, ich hatte ihn schon als Target. Ja, haben wir noch 550 Kilometer. Ich habe mal noch einen Kerbal Engineer natürlich rangebaut, bevor ich es wieder vergesse, sodass wir unterwegs auch wissen, was passiert. Und Barfi und Harders sind unsere beiden Touristen, die beide am Minmus vorbeifliegen wollen und auch landen. So, und das wollen wir ihnen natürlich gönnen und das alles ganz, ganz live. Und dafür bringen wir jetzt mal alles in Startposition. Wir haben Antennen, wir haben alles, was man eigentlich so brauchen könnte. Von daher sieht das eigentlich ganz gut aus. Und jetzt holen wir mal den Halfried ran auf 400 Kilometer. So um und bei. Jawohl, da ist er. Und bereiten uns auf den Start vor. Und der müsste eigentlich... Oh, wenn wir mein Staging mal noch ein bisschen... Oh, ja, ja, im letzten Moment noch bemerkt, dass das eine scheiß Idee gewesen wäre. So, dann kommt das, dann kommt das, dann trennen wir uns mit den Dingern ab. So, der Rest sieht aber gut aus und Feuer frei. So, das sollte hier eigentlich ganz, ganz, ganz smooth nach oben gehen. Und wenn mich nicht alles täuscht und ich meine Röhrchen hier ordentlich angebaut habe, werden jetzt auch erstmal die Außentanks sauber leer gesaugt und hier in der Mitte ist alles cool. Wir haben noch ein bisschen Sprit für nachher auf der nächsten Stufe und können uns dementsprechend ziemlich, ziemlich verschwenderisch mit unserem Sprit verhalten und haben auch eine gute Kontrolle. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen Schwung raus. Wir haben den ersten Burst an Geschwindigkeit ganz gut aufgebaut. Die Kontrolle sieht auch gut aus mit drei von den Skippern. Also, ich versuche es jetzt mal langsam zu kippen. Ich habe heute mal auf meine Flossen verzichtet. Oh, guck mal, der Mond. Oder auch der Moon. Warum eigentlich? Keine Ahnung, ich habe einfach keine Flossen angebaut. Mir war diesmal nicht so, als ob ich Flossen bräuchte. So, und jetzt haben wir so gleich das Schlimmste hinter uns. Die ersten 10 Kilometer. Geschwindigkeit sieht auch gut aus. Und ich bringe uns jetzt mal runter auf einen sauberen Gravity Turn. Oh, guck mal, irgendwo kommt die Sonne gerade wieder raus. Man sieht sie noch gar nicht, aber sie scheint schon. So, und wir sind relativ pünktlich zu den 10 Kilometern bei unserer 45 Grad Neigung angekommen. Und ich würde sagen, sobald wir die jetzt fertig gedreht haben, reiße ich mal den Hahn auf. Und das Schöne ist, wir haben jetzt alle Manöver durch den Fly-by-Wire. Eins meiner Lieblingsbauteile in den 160 Punkten. Also neben all dem anderen Kram, den man so braucht, finde ich das halt einfach very spectacular, weil einem das echt was bringt. So, wir machen Stage-Sap. Die sieht gut aus, aber da war jetzt, hatte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass die besonders schlimm ist. Wir sind immer noch im positiven Thrust-Weight-Ratio-Bereich. Das heißt, das sollte eigentlich ganz entspannt funktionieren. Oh, das hätte ich nicht tun dürfen. Ah, ich wollte drehen, aber sie hat sich... Komm, geh Prograde. Oh, ich wollte sie rotieren lassen, dabei hat sie Wind bekommen. Und so super aerodynamisch sind wir halt nicht. So, jetzt muss ich es mal selber halten. So, aber die Atmosphäre wird zunehmend dünner. Das sieht ganz gut aus. Und wir haben auch noch massig Fuel zur Verfügung. Sehr cool. Das mit dem Fuel. Haha. So. Langsam können wir mal gucken, wie unsere Abweichung zum Ziel ist. Das da ist der Halfried. Der hat jetzt gerade eine Höhe von 77 Kilometern. So, und wir können auch gerne dem hier mal folgen jetzt. Weil wir haben genug Thrust-Weight-Ratio, dass wir auf keinen Fall den Dings überschreiten. Ich bin jetzt mal auf 1,1 irgendwas zurück und wir gucken mal, was hier so passiert. Ich könnte jetzt mal langsam die Antenne raustüdeln, obwohl wir haben noch haben wir Platz. Und wir sind auch atmosphärentechnisch noch, ich weiß nicht, ob der Dynamic Pressure schon so hoch ist. So, jetzt muss ich ihn mal kurz noch ein bisschen hochholen. Na komm. Müsste eigentlich reichen, dass wir es aktivieren können. Über 50 Kilometer. Da sollte kein Problem mehr sein. Activate. So. Coolste Spitzenantenne ever. Und noch so ein schönes Terminator-Auge.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir kommen von da. So, jetzt hat er auf den Target auch umgestellt. Aber wir wollen erstmal noch ein bisschen hoch. Der Winkel sieht nicht schlecht aus. Oh, guck mal. Hammer. Das sieht ja aus wie dafür gemacht. So, ich könnte noch ein bisschen flacher gehen, um schneller zu werden, oder? Ja. Separation 7,4, 7,3, 7 Kilometer. Oh, Zucker. Zucker. Das wird die schönste Rettung ever für den Hallfrid. 1,7 Kilometer. I support this product. 1,5. 1,6. Okay, dabei belassen wir es. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch, wenn wir grob auf Höhe sind, einmal die Geschwindigkeit anpassen. Und dann hoffen wir einfach, dass Hallfrid nicht in irgendwas echt Schlechtem sitzt. Sowas wie, Hilfe, ich kann da nicht raus, weil es hat keine Tür, mal wieder. Das wäre echt bitter, weil heute habe ich natürlich keinen Ingenieur und die Kerlchens hier können auch keine Eva machen, um ihm irgendwie zu helfen. Und ich glaube, der Space Truck ist auch relativ weit weg, oder? Ja. Ja, ja. Das hilft uns dann nämlich alles nix. So, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen bei 11 Kilometer zündig. Und los. So, mal gucken, ob das klappt. Ah, kommt noch näher, kommt noch näher. Kommt immer noch näher. War fast ein bisschen zeitig. Können wir noch Zeit lassen. 2,3 Kilometer. Das wird jetzt mehr, wenn ich bremse, oder? Ja. Na gut, dann müssen wir gleich noch ein bisschen näher ranfliegen. Jo, aber Liquid-Fuel-technisch... Oder Liquid-Fuel, also Fuel-technisch sieht's gut aus. Wir können sogar mit der Stufe dann wahrscheinlich noch in Richtung Minmus starten. Oder zumindest den Plane-Change damit noch machen. So, jetzt harren wir mal der Dinge, die da kommen. 2,4 Kilometer, sagt er. 2,4 Kilometer, wir sind noch 130 Unterschied. Und ich würde sagen, bei 3 Kilometer haue ich mal endgültig die Handbremse rein. Und gleich uns an. Schwupp, was uns automatisch natürlich auch in Orbit bringt. Und jetzt gehe ich einmal kurz auf gleiche Geschwindigkeit mit ihm. Und dann gehen wir Pro-Target. Weil wir wollen jetzt auf ihn zufliegen, ne? Zufliegen, wie wir hier sagen. Und wir könnten mal Licht anmachen. Licht. Warum will er nicht? L war doch Licht, oder nicht? Warum nimmt er meine Action Group nicht? Und das nimmt er auch nicht. Hm. Extend. Dann machen wir es halt per Hand. So. Komisch. Komisch, komisch. Guti, dann auf geht's. In Richtung Hallfrid. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt mal 20 Meter pro Sekunde. Das reicht uns und gehen dann in den Retrograde zum Target. Und wir werden ihn jetzt erreichen auf 0,1 Kilometer. Na, das ist natürlich ein luxuriöser Umstieg. Da muss er quasi nur einen Hechtsprung rüber machen. So, da ist ihm dann auch schon mal alles ausgegangen. Und wir driften. Achso, ja. Persistent Rotation. Ich vergesse es immer wieder gerne. Wartet. 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 Jetzt. So, wir wollen ja Retrograde gehen. Ach, die gute Persistent Rotation. Fangen Sie sich bitte. Ich müsste noch bremsen. Bevor wir dran vorbeischeuern. Ah, das sieht gut aus. Ja, ich bin mal gespannt, ob diese abenteuerliche Konstruktion mit den Landebeinen funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber eigentlich spricht nichts dagegen. Also ich wüsste nicht, was da nicht funktionieren könnte. Ist ja super. Und ich glaube, Hallfrid, wenn mich nicht alles täuscht, müsste der Kerbal von Jin werden. Ein Scientist. Wobei, Jin, du hattest gesagt, dir ist es egal. Also du kannst dich da gerne nochmal zu äußern. Ich würde dich auch gerne als Piloten in unser Programm nehmen, damit der arme Ben nicht immer alles fliegen muss. Und der Ben dann vielleicht auch mal so einen Backup-Piloten hat auf der Duna-Mission. Also äußere dich da gerne mal. Ansonsten wird's natürlich ein Scientist. So, wir sind fast gleich und jetzt gucken wir mal. Es hat eine Tür. Gott sei Dank.
Es hat eine Tür. So, dann raus mit dem Hallfried. Losgelassen, Licht an, RCS an und wir wollen zum Touribus. Denn der Touribus ist auch unsere Abholung und damit der sichere Weg mit einem kleinen Umweg über Minmus nach Hause zurück nach Kirbin, da hinten zu sehen. Oh, guck mal, wie wir seitlich driften. Sehr schön. Sehr schön. Es ist auch nach, was haben wir 2016, nach dreieinhalb Jahren Kerbal Space Program spielen. Immer noch ein wunderschöner Anblick im Kerbin Orbit zu sein. Vor allen Dingen so mit ein bisschen Wolken und so, ne? Ach, ist schon alles schön. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. So, weil wir wieder so viel rumlabern. So, und jetzt gehen wir mal an Bord von unserem Tubus. Wer sich übrigens immer mal fragt, warum leuchtet denn bei dir so die Rakete? Das ist Planet Shine, so heißt das Mod. Planet Shine sorgt dafür, dass so Planeten quasi farblich ihr Licht abstrahlen, so wie es eben auch ist, wenn sie beleuchtet werden. Und man dieses Licht zurückwirft, weil im normalen KSP sind die Raketen halt einfach fürchterlich dunkel auf der Seite. Und das ist zum einen sehr unpraktisch, zum anderen halt auch nicht schön anzusehen. Und deshalb bin ich da ein großer Freund von Planet Shine. Auch euch zuliebe, weil dann eben ein bisschen was zu sehen ist. So, jetzt brauchen wir Hallfreds Shipwreck nicht mehr. Nee, will ich nicht mehr. Unset Target, mein Freund. Ach, was weiß ich. Gibt's den irgendwo? Das andere. So. Und wir wollen jetzt nach Minmus fliegen. Jetzt haben wir nämlich Local Control, das ist das Schöne dran, und trotzdem noch alle Manöver, weil, ihr erinnert euch, cooles Teil und so. Ja, genau, cooles Teil und so. Und jetzt machen wir hier auf dem Descending Node unsere Anpassung in Richtung Minmus. Ja, für alle von euch, die es noch nicht gemacht haben, Pfeile übereinander bringen. Hier seht ihr diesen grünen Strich, das ist Minmus, und jetzt passen wir unseren so an, dass der parallel drüber liegt. Und wenn wir so im Winkel drauf geguckt haben vorher, dann ist das alles gut. Und so sollte es dann ungefähr aussehen. Und jetzt kommt das schöne Manöver halten. Haha, es ist alles so einfach. Ab jetzt ist es quasi Fliegen im Semi-Automatik-Modus. Wir können mal gucken, was unsere Touris so geboten bekommen. Da sieht man Kerbin. Ach, schön. Ja. Für das Geld will man ja auch ein bisschen was sehen. Wo sind wir denn gerade? Sagt mir gerade nichts. Na gut. Da ist auf jeden Fall Hallfreds Shipwreck. Ja. So, und wir tüdeln uns gerade so langsam auf unseren Prograde ein. So, jetzt gucken wir mal. Unsere jetzige Stage hat noch eine Delta V von 400 irgendwas. Wir brauchen 237, das heißt, wir können tatsächlich in der Rausbeschleunigung nach Minmus dann noch den Tank hier mit benutzen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das macht vieles einfacher. So, und da das nur 10 Sekunden dauert, time-warpen wir uns jetzt, wo das Schiff stabil ist, mal ran. Und wir haben sogar eine Antenne, um gegebenenfalls irgendwelche wissenschaftlichen Daten zu übertragen. Wir sollten also auf jeden Fall mal dran denken, nochmal irgendwann im Space Center, das werde ich mal vielleicht zum Anfang der nächsten Folge machen, vorbeizugucken, ob wir noch sowas wie Science, Space Around, Kerbin, Minmus oder sowas haben. Wobei wir die ja jetzt immer mittlerweile mit einem Wimpernschlag erledigen können, dank unserer mannigfaltigen Stationen, die wir so haben. So, kurzer Burn, um die Plane anzugleichen. 0,1, hervorragend, viel besser hätte es gar nicht laufen können. Und jetzt gucken wir mal, Minmus ist da hinten, eventuell können wir sogar, oh, das wird ein bisschen knapp, mal gucken, ob wir den noch mal eben schnell hingeburnt bekommen. Machen wir mal hier so, ah, das ist ein bisschen spät, ne? Zack. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht genug Treibstoff hätten. Ah, der ist gar nicht so schlecht. Der ist gar nicht mal so schlecht. Wir müssen noch ein bisschen rüber. Treffer. Ja, 941 kann man machen. Jetzt aber schnell drehen. Denn wir müssen auch noch die Separation machen. Und uns von dem Ding wegziehen.
komm, 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 drehen, 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 drehen. Und dann wird's mit dem nächsten Triebwerk nicht unbedingt schneller werden vom Fliegen her. Haben wir's? Haben wir's? Ja? Gut, Feuer frei. So. Einmal RCS an. Abtrennung. Und wir boosten ein Stück und wir zünden das nächste Triebwerk. Und jetzt müssen wir die Dinger hier einschalten. Sonst wird es ein bisschen warm mit der Zeit. So, jetzt gucken wir mal, wieso die Hitzeentwicklung ist. Im Teil, also wir brauchen jetzt... Boah, 3 Minuten Burntime. Boah. Okay. Aber wir haben irgendwie 7 Minuten Burntime, also ist alles cool. Wir haben jetzt noch 1700... 1700 hat nämlich 2100. Eigenartig. Warum? Los, gib Gas. Ich burn gerade mal ein bisschen Monopropellant mit. Damit wir ein bisschen schneller an Geschwindigkeit gewinnen. Aber wie gesagt, wir brauchen nicht viel eigentlich. Wir brauchen jetzt noch 580, dann haben wir noch über 1000 Delta V, um im Mimbus Orbit zu operieren. Das ist alles noch ziemlich cool. Und sollte locker für unsere Zwecke reichen. Also ich habe jetzt gerade nur den Hitze-Overview an, einfach um zu sehen, ob das entsprechend klappt, dass die Hitze auch abgeleitet wird. So wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall wird es bisher noch nicht unmenschlich heiß. Ist alles ganz okay. So. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, bei 10 Monopropellant höre ich erstmal auf, das Monopropellant unsinnig rauszuschmeißen. Aber das ist zumindest ein bisschen weniger Gewicht. So, 1 Minute 50 noch, bis unser Burn durch ist. Kühlleistung geht langsam nach oben. Scheint okay zu sein. Antrieb läuft einwandfrei. Ist eigentlich unser erster richtig größerer Test jetzt mit so einem Nerf-Antrieb. Wir haben ja mit der anderen Kiste so ein bisschen im Orbit rumgejungelt, aber immer nur sehr kurze Zündungen gemacht. Bisher funktioniert er ganz gut. Das hätten wir vielleicht den Touristen auch nicht... Also gut, wir haben es ihnen nicht erzählt. Vielleicht wäre es fair gewesen, es ihnen zu erzählen, aber irgendwie auch nicht. Ach, so eine Minute ist ganz schön lang, ne? Dum, 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 dum. So, also die Radiatoren gehen immer höher. Das ist okay, hoffe ich. Es wird ein bisschen heller hier, ne? Also, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber es ist so, der Tank sieht so ein bisschen oranger aus als der Rest. So, mal gucken, wo wir mittlerweile sind. Ja, das sieht doch gut aus. Wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs und wir kommen da an in... Ich wollte gerade sagen, oh Gott, in 30 Tagen. Himmels Willen. Nein, in 10 Tagen. Gut geschätzt. 10 Tage war meine Schätzung. 30 Tage ist die nächste Runde, die wir dann drehen. Die nächste Runde, aber bis dahin ist noch ein bisschen. So, wir werden so nach und nach ein bisschen orange. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, 20 Sekunden Burntime noch. Jetzt geht's alles ein bisschen schneller hier hinten raus. Der Mond ist keine Gefahr, dass wir da irgendwie reingeraten. Es sah ein bisschen anders aus, der Kurs, von der Planung her. Na gut, das ist jetzt halt den Abweichungen geschuldet. Wahrscheinlich werden wir nochmal eine kleine Kurskorrektur durchführen müssen. Ja, werden wir. So. Müssen wir gleich mal gucken. Also, wenn wir jetzt hier lang fliegen, das sind wir. Okay, dann machen wir jetzt nochmal eine Korrektur. Und noch ein Stückchen weiter raus. Schwupp. Hä? Wir sind da. Der ist da. Das ist nicht gut. Also müssen wir darüber. Und das sind... nochmal... ein paar Delta V. Huch, was ist das denn für ein lustiger Orbit? Aber der ist eigentlich auch witzig. Kann man auch mal machen. So. 28 Sekunden Burntime nochmal. Okay. Die nehmen wir natürlich noch mit. Damit es uns hier nicht irgendwo wegschüsselt. So, der kühlt immer noch. Also der ist fröhlich noch weiter am Hochfahren, der Radiator. Jetzt bekommt er langsam auch Hitze. Jetzt sieht man es, dass der Radiator heißer wird.
So, und wir feuern natürlich wieder fröhlich unsere Triebwerke. Einfach nur, weil wir es können. Weil solange die Radiatoren heiß werden, ist es okay. Dafür sind sie ja da. Und wir sind bei weitem noch nicht bei 100% Kühlleistung. Da geht noch ein bisschen was. Von daher, alles im mehr oder weniger grün- oder hellorangen Bereich. So, das mit der Antenne ist übrigens mein persönliches Meisterwerk. Das markiere ich mir im Kalender als Achievement der Woche. Eine Antenne gerade mittig aufgebaut. Ist jetzt so, wie es soll? Nee, noch nicht ganz. Hallo? Aber... Ach so, doch, es ist so, oder? Nee, es ist nicht so. Hä? Was ist denn heute los? Nein, 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 nicht warpen. Manöver machen wollen wir. Add Manöver. Jo. Och, 5000 Meter Periapsis, da können wir direkt zur Landung ansetzen. Wenn ich das allerdings noch ein paar Mal mache. So. Und jetzt sieh zu, dass du das Ding richtig brennst hier. 42% mittlerweile. Wir sind fast bei der Hälfte Sättigung unserer... Was ist denn heute mit dem Manöverdings los? Irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwie... Kann ich jetzt wieder zurück, bitte? Alter, das ist echt nicht witzig. Irgendwie hasst er mich heute. So, 1 Meter pro Sekunde nochmal korrigieren. Das schaffen wir jetzt wohl hoffentlich. Meine Güte, ich wollte schon längst fertig sein und quasi hier voll cool abmoderieren mit Ey, und wir sind unterwegs zum Minmus und alles wird super und will er heute nicht. So, ich muss jetzt mal gucken, dass er das auch wirklich tut, was ich sage. So, können wir bitte einen Encounter bekommen? Dankeschön. So schön. Jetzt machen wir die noch ein bisschen flacher. Ja. 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 200.000, 100.000, 28.000. Und den Rest machen wir kurz mit ACS. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Oh, das war ein bisschen zu viel. 16.000. 6.000. Ha, 6.000 klingt richtig gut. 6.000 Meter. Höhe, Periapsis, Vorbeiflug am Minmus. Jetzt machen wir das hier mal aus. So, unsere Radiatorenpanels glühen fröhlich vor sich hin und wir sind unterwegs und werden in so um und bei relativ exakt 14 Tagen erst. Naja, etwas mehr als 10 Tagen. Hoffentlich am Minmus ankommen, hoffentlich in einem Stück. Und ich warte jetzt mal eure Entscheidung ab, was im Livestream gespielt werden soll. Und entweder spielen wir dann weiter heute Abend Hardcore-Köbel oder es gibt was anderes auf die Augen und auf die Ohren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, genießt euer Wochenende, mein Name ist Robert und tschüss.